1200 Kilometer, 1200 Parts zur Götze. Boah, der Wagen gefällt mir extrem, extrem gut. I love you, I love you. Irgendwas wird da gejault. Eine Minute genau. Das war meine Absicht, da reinzukrachen, Leute. Ich wollte einfach nur mal schauen, wie sich ein Audi R8 in einem Unfall verhält. Das ist einfach für meine Forschungen in Sachen, wie verhält sich ein Audi R8 in einem Unfall. Ja? Das ist nämlich das, was ich gerade aktuell schreibe, so für mich selber. Ja. Was ist denn das für ein Jaulen? Boah, der neue, dieser Turbo-doppelte Lader, das ist so geil. Erzieh dich. Lalalala. Zack, nimm den mit. Ich meine, überall ist drei Spuren frei, links, rechts. Und er nimmt ihn einfach mit, weil er bescheuert ist einfach. Verzieh dich! Ich glaube, Spinne hier. Boah, an einer Kurve alle fast überholt. 4 Stück oder so. Also man könnte langsam denken, ich mache das mit Absicht. Ja, und ich mache es auch mit Absicht. Das ist nicht irgendwie mein Nicht-Können oder so. Ich mache das mit Absicht. Ist ja wohl logisch. Das ist unfassbar. Ohne Scheiß. Das ist okay, gut. Jetzt hat man gesehen, also wenn man einen Betonpfeiler mitnimmt, schleudert er sich durch die Wucht des Aufpralles, schleudert er sich selber um seine eigene Achse dreimal nach links, nach rechts, meine ich. Alles klar, notiert. Das ist unfassbar, ohne Witz, das ist unfassbar. Ich nehme jedes scheiß Auto mit, jedes. Ja, wer hätte jetzt gedacht? Jetzt dachte der natürlich auch, scheiße, jetzt kracht mal wieder rein. Ausgetrickst, sag ich nur. Jetzt extra gegen die Bande gefahren, damit ich das Auto nicht treffe. So, gleich mal Turbo geben hier. Hinter mir, der ist direkt hinter mir, fuck. No fucking way, no fucking way, no fucking way! Ne, das ist... Langsam wird's mir selber ein wenig peinlich. Das muss schon was heißen, ja? Nein, Spaß. Peinlich ist es mir nicht. Aber es muss nicht sein. Das denke ich mir gerade nur. Da war noch gerade noch Lichter, habt ihr das gesehen? Haben sie extra den Wagen weggenommen, weißt du, weil sie wussten, scheiße, der nimmt den wieder mit. Yes, geht doch, meine Güte. Platz 36. Wir sind auf einem guten Weg. Es geht voran auf jeden Fall. Und wieder fahren wir auf dem Interstate. Die Junge, Ford Focus wollte mich verarschen. Gegen Audi R8. Alter, du drängst mich hier weg, Alter. Ich mach dich platt. Ich mach dich platt. Du kleiner Wichser, habt ihr das gesehen? Alter, du willst Krieg? Du willst Krieg? Kriegst du. Ohne Scheiß. Der will richtig Stress jetzt haben. Ja, jetzt macht er sich auf den Staub. Ja klar, der Ford Focus, ja, ist logisch. Ist logisch. Komm, du bist es gar nicht wert, ey. Du bist es echt nicht wert.
Ja, Mann. Boah. Das war jetzt ohne Scheiß, das war nicht meine Absicht. Hä? Ohne Witz, die teleportieren, die machen die Autos extra weg, damit ich bloß nicht Stress kriege. Okay, einer ist noch vor mir. Der Rest ist schon alles behind me. Den machen wir auch noch platt. Warum bremst der denn so? Ohne Witz, ey. Hä? Autos verschwinden, die bremsen. Oder wollte er, dass ich in ihn hineinfahre? Kann ja auch sein. Ja, ja, guck mal. Yo, ist logisch! Wo kommt die denn hier? Ich mach mich platt, ey, ohne Witz. Ich mach mich platt, ich schwör's euch. Verpisst euch lieber. Mit mir ist nicht zu scherzen, ey, ohne Witz. Oh, ich hab's geschafft. Das finde ich cool, dass sie jetzt ein bisschen was, bisschen Abwechslung reinbringen und solche bekloppten Psychopathen mir entgegenstellen, die natürlich alle keine Chance haben. Ich meine, das Auto ist komplett durchlöchert, aber wir leben noch. So muss das sein. ...766 Kilometer noch. Aber wir sind... Wow, Motherfucker! Direkt von Anfang an, ihr wollt direkt von Anfang an Stress. Alles klar. Also, kannst auch mal einfach einen Termin machen. Boah, du kleiner Wichser. Ohne Witz. Jetzt. Aua, jetzt hab ich ihn fast ein bisschen auf die Zunge gebissen. Die kleinen Luschis. Boah, ohne Scheiß, der ist ein bisschen gefahren, als wäre er hier mitten im Rennen. Habt ihr das gesehen? Yes! Burnout Style, Motherfucker! Ich bin mich übelst hart am Konzentrieren gerade. Dass sowas nicht passiert! Oh, das hat ein bisschen geruckelt. Okay, den hat's übelst zerfetzt. Nein, 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 nein! Oh, okay, den habe ich. Boah, das macht gerade richtig Bock. Ohne Witz, wir sind die dritte Strecke hintereinander wieder auf den Interstate. Oder Autobahn, wie man es nennen will, ist ja scheißegal. Bisschen wenig Abwechslung. Jetzt geht's los. Okay, alles klar. Aber es macht gerade richtig Bock mit dieser Verfolgungsjagd. Gleichzeitig die Leute überholen und so. Ey, der hält echt gut dagegen. Ey. Ich sag da nichts zu. Ich kann da nichts zu sagen. Das war einfach Spitzenklasse gefahren von mir, aber dann haben sie irgendwas Scheißendreck in meinen Weg gestellt. Naja, was soll man dazu sagen? Oh, ich höre sie schon hinter mir. 1,5 Kilometer noch. Ich gebe mir gleich einen Boxer auf meine Fresse drauf. Ohne Scheiß. Ich muss aber genau zielen, wo ich hinboxe. Ich will nicht auf meine Nase. Die sieht einfach nur sexy, ohne Ende sexy aus, meine Nase. Ja. Deswegen, ich darf da nicht auf die draufkloppen, die sieht einfach zu geil aus. Das ist einfach mein Kapital, plus meine Ohrläppchen natürlich. Boah, sexy, einfach nur sexy. Aber da kann ich selbst die Finger nicht verlassen, oder jetzt? Ja, klar, klar, klar. Und Scheiß. Oh, woo!
Das war richtig knapp. Boah, ohne Witz, habe ich mir ganz kurz an meinem Ohrläppchen, an meinem linken gestreichelt, so glücksmäßig, wie so eine Hasenpfote gestreichelt. Und dann habe ich es direkt geschafft, eine Sekunde noch übrig gehabt. Ich checke gerade selber, was ich für eine Scheiße eigentlich rede. Das ist eigentlich unfassbar. Oh mein Gott. Sag mal, hieß diese Etappe nicht irgendwie große Seen oder so? Ah, ja, sogar mit Helikopter. Alles klar. Alles klar. Ohne Scheiß. Zieht euch, ey. Ohne Witz jetzt. Boah. Ich bin so krass demoliert schon. Wie soll ich denn ausweichen, wenn ich von allen Seiten komme? Oh Scheiße. Oh geil. Ich nehme es natürlich wieder mit. Das ist unfassbar. Na, könnt ihr mithalten? Könnt ihr damit mithalten? Ich soll mal nicht so oft nach hinten gucken, ohne Scheiß. Das ist. That's the problem. Cool gemacht, ohne Witz. Warum machen die sowas nicht öfters? Ach so, rechts war der Weg. Sorry. Hinüber. Wow, wow. Wo lang, wo lang? Wo lang? Hä? Wo lang zum Teufel? Hier lang. Ach so. Sag es doch gleich, man. Oh. Kamera? Dankeschön. Das Spiel kommt anscheinend gerade mit meinem Fast nicht sonderlich klar. Der ist einfach zu halsbrecherig. Oh shit, okay, jetzt erinnert es ein bisschen an Split Second. Was ein unfassbar schweres Spiel ist. Ohne Witz, das ist unfassbar schwer gewesen, das Spiel. Und der Vorgänger Pure tausendmal besser. Ohne Witz, Split Second war nicht so geil. Man hat irgendwann hat man wirklich alles gesehen und dann war es dann. Nicht so cool. Hallo, lenken? Ich kann nicht mehr, jetzt kann ich lenken. Das ist natürlich logisch. Wie will man diesen runterfallenden irgendwas Dingern ausweichen? Guck mal, der hätte ich niemals ausweichen können. Du musst ja auswendig kennen, um da auszuweichen. Wisst ihr, was ich meine? Das war's, ey, ohne Witz. Boah. Lenken, lenken, lenken. Boah, ja, super. Ich bin jetzt schon halb kaputt und was weiß ich. Weil man nicht lenken kann am Anfang. Das ist so geil gemacht wieder. Ich schon wieder übelste Aggressionen hier bekommen. Ey, ohne Witz, es macht gerade null Bock. Weil es meiner Meinung nach schon wieder fast an unfaires Gerät hier. Gerät. Nochmal. Ich würde gerne ausweichen. Hallo. Jetzt kann ich. Jetzt, wie gesagt, jetzt wo ich schon fast platt bin.
Hätte ich mal ausweichen können am Anfang, das wäre ja geil, weißt du? Dann könnte ich dem entgegentreten, dass ich jetzt nicht schon komplett im Arsch bin, eigentlich so gesehen. Und sobald mich irgendeine Fliege entgegentritt, ja, dass ich schon kaputt bin wieder. Das fuckt schon wieder ab, ohne Scheiß, das fuckt gerade ab. Jo, logisch. Ausweichen, wie will ich denn noch mehr ausweichen, als ich schon tue? Ist okay. Ist doch okay, ich weiß doch. In dein Gesicht! Genau das, was ich mir vorhin gewünscht habe. Bei dem letzten Helikopter. Jack, sprich mit mir! Was ist los? Ich brauche einen Wagen! Jetzt! Okay. Suche einen Mann namens Yuri auf der 4th and Industrial.